hat die Feuerwehrschwäbisch-Gmündisch um 0.27 Uhr zum Brand 5, also Wohnungsgebäudebrand, hier in der Villa Herzen in Schwäbisch-Gmünd alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte man eine Verrauchung im Gastrobereich im Erdgeschoss. So kam auch die Meldung über die Brandmeldeanlage. Und wir hatten einen brennenden Kühlschrank im Bereich unten, also wo die Brandursache ist, ist fraglich. Es war halt, es kam zum Feuer im Gastrobereich. Aufgrund des Brandes ging das Feuer in die Zwischendecke von dem historischen Gebäude. Und wir mussten somit die Decken öffnen, um das Feuer vollständig zu bekämpfen. Natürlich im Prinzip im Altbau hat immer besondere Herausforderungen für die Feuerwehr aufgrund der Bausubstanz her. Aber hier war aufgrund der guten brandschutztechnischen Abtrennung das Feuer dann doch relativ schnell lokalisierbar. Die Feuerwehr Schwäbisch-Gmünd mit dem Löschzug unterstützt Corona-bedingt die Abteilung Bettringen im Einsatz. Die Kameraanlage hat Alarm ausgelöst, dass da irgendwas nicht stimmt. Da haben wir keine klaren Bilder mehr gesehen. Und dann bin ich aus dem Bett geholt worden, habe gesagt, dann fahren wir runter. Ich habe gedacht, das ist ja erst ein Einbruch, dass vielleicht einmal die Kamera umgedreht hat und ein Einbruch. Und wo dann die ersten zwei Mitarbeiter, oder mein Bruder und meine Kollegin, da runtergefahren sind, haben sie dann gemerkt, dass da Rauch rauskommt. Und in dem Moment ging aber auch die Feuermeldeanlage los. Das heißt, die Brandwand hat erstmal alles abgetrennt und das, was wir in der Kamera gesehen haben, war nur die Abtrennung von der Brandmeldewand. Dadurch haben wir nichts mehr gesehen, ob das brennt oder was es ist. Ja? Und wir haben dann nur die Wand gesehen. Und wir sind davon ausgegangen, dass es ein Einbruch ist. Aber jetzt wissen wir, dass es die Brandmeldewand war, die automatisch runtergeht, wenn hier was brennt. Das ist Wahnsinn, weil wir haben das Ding erst vor 3 Monaten komplett gerichtet. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, wo es herkommt, was das ist. Aber jetzt wissen wir, dass es der technische Defekt war von dem Weinkühlschrank war und dass es durch die Elektrik praktisch ausgelöst worden ist. Ja? Ich bin immer noch fassungslos, weil, gucken Sie mal an, es ist alles kaputt, alles. Also von Decke bis Boden bis alles. Die Kassen sind verbrannt. Also das ist für mich, ich kann es nicht nachvollziehen. Jetzt hast du sowieso kein Geld mehr und dann musst du jetzt noch so einen Schaden auch noch mitnehmen. Also das ist, deswegen sage ich, ich bin wie unter Schock, ich bin fassungslos, weil du hast es in der Corona-Zeit noch, wo es dann anlief, im August, Juni, Juli, August, hast du das Ding gerichtet, wolltest Umsatz machen, dann hast du Oktober, praktisch Ende Oktober wieder geschlossen gekriegt und jetzt haben wir 2,5 Monate zu und jetzt passiert der Scheiß wieder. Ich bin echt fassungslos.